Wenn man das Haus weiter umrundet, diese wunderbare Burg, dann entdeckt man die vielen Spuren dieser 10 Bauabschnitte, die hier vollzogen wurden. Gerade im hinteren Bereich sieht man noch den alten Giebel, der früher mal existiert hat, mit dem Satteldach. Man kann auch Schießscharten entdecken, Schlüsselloch-Schießscharten oder auch schmale Schießscharten. Man kann diverse verschiedene Steine entdecken, aber auch, das ist vielleicht auch ganz witzig und spannend, Öffnungen, wo früher mal die Toilettenöffnungen waren, die Aborte. Das heißt, es ging dann einfach hinunter in den Graben rund um das Schloss. So war es damals. Jetzt laufen wir noch weiter um die Burg herum und sehen jetzt, wenn wir einmal den Blick nach oben heben, eine Kugel, eine Sandsteinkugel mitten im Mauerwerk. Und man fragt sich, um Gottes Willen, warum hat man denn das gemacht? Ist das ein Schmuckelement? Was ist das? Nein, es war etwas ganz anderes. Wenn ein Feind kam, eine Soldatengruppe und diese Burg erobern wollte, so hatte man zumindest im Sinn, dann sahen die dort oben diese große Kugel im Mauerwerk und bekam dadurch signalisiert, ihr könnt eure Kanonenkugeln hier hineinschießen, wie ihr wollt. Diese Mauer ist so dick, diese Burg ist nicht einnehmbar. Diese Kugel bleibt im Mauerwerk stecken. Das war der Hintergrund. Man wollte einfach den Feinden zeigen, versucht es erstmal gar nicht. Darum ist dort oben diese dicke, große Kugel. Und wenn man noch so ein bisschen schaut, es gibt noch eine kleinere Kugel, die verbirgt sich ein bisschen hinter dem Holunderstrauch. Einfach mal neugierig sein.